Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich einen Rechner und zwar diesen hier. Und der hat ein Problem, der bootet nicht, da bleibt der Bildschirm schwarz nach dem Einschalten. Die Lüfter und so weiter, die laufen an und das ist ja normalerweise kein gutes Zeichen. Da kann einiges kaputt sein, Mainboard, Netzteil, irgendwas so in dieser Art. Aber bei dem Rechner ist es ganz einfach in diesem Fall. Da reicht es schon, wenn man drei Schrauben entfernt und dann funktioniert er wieder und dann kann man erstmal weiterarbeiten. So sieht der Rechner aus. Das ist erstmal unauffällig. Mainboard, dann hier Prozessor und Kühler funktioniert auch, dreht sich. Dann sind hier vier RAM-Module drin. Grafikkarte ist hier eingebaut und Grafikkarte, die hat auch einen Lüfter hier oben und auch der dreht sich. Einmal Gehäuselüfter, Netzteil und hier hinten dann eine Festplatte. Und das ist erstmal unauffällig und ich schalte ihn mal ein. Da ist einmal der Strom angeschlossen, dann HDMI an die Grafikkarte und da hinten Tastatur und Maus. Der Einschalter, der sitzt hier oben drauf, kann ich einschalten und das sieht schon mal ganz gut aus. Die Lüfter drehen sich alle, auch hier von der Grafikkarte dreht sich der Lüfter. Der Monitor hier drüben, der ist auch richtig eingestellt, an HDMI angeschlossen und der HDMI-Eingang ist auch ausgewählt, aber da passiert nichts. Da gibt es kein Bild, eigentlich gar nichts passiert auf dem Bildschirm und hier piept aber auch nichts bei diesem Rechner. Also es gibt aber auch keinen Fehler, also kein Fehlerpiepton beim Einschalten. Ein Lautsprecher hat dieses Board, ist hier zu sehen, das ist so ein kleiner Buzzer. Und wenn es ein Problem gibt mit der Grafikkarte, genauso wie bei RAM-Modulen oder ähnlichem oder mit der CPU, dann gibt es ja beim Power-on-Self-Test normalerweise einen Piepton oder verschiedene Pieptöne, aber hier war gar nichts zu hören. Wenn man den Rechner einschaltet, dann sieht man hier so eine kleine orangene LED und die blinkt auch in regelmäßigen Abständen. Und das scheint die LED zu sein für die Festplatte oder dann eben für die SSD. Und ja, hier sieht das so aus, als würde der Rechner auch tatsächlich booten. Also diese LED, die blinkt eben in regelmäßigen Abständen, genauso wie man das vom Bootvorgang her kennt. Bei diesem Gerät hört man auch die Festplatte, also die klackert richtig schön rhythmisch. Also der bootet scheinbar, aber kommt kein Bild und auch keine Fehlermeldung. Und da gucke ich mir mal die Grafikkarte näher an. Die Grafikkarte, die steckt richtig feste drin. Da gibt es ja hier unten diesen kleinen Schnapper und der ist eingerastet. Also man kann es nicht weiter reinstecken und auch nicht weiter rausziehen. Und hier vorne in diesem Bereich sitzt die auch recht gut. Das hier ist in dieser Schnapper, diese Verriegelung, die unten an dem Sockel sitzt und die rastet ein. Also hier ist nichts lose oder sowas. Könnte natürlich sein, dass hinten der Ausgang ein Problem hat. Also das Kabel funktioniert mit einem anderen Rechner. Das habe ich getestet und der Monitor geht auch sehr gut. Und hier habe ich mal einen Adapter auf DVI und probiere das einfach hiermit mal aus, ob es da ein Bild gibt. Funktioniert aber genauso wenig oder genauso gut wie vorher. Bild gibt es keins, aber der Rechner, der bootet hier. Hier oben blinkt die LED, die Festplatte, die klackert. Und es gibt nach wie vor keinen Warnton beim Einschalten, keinen Piepton hier raus. Und einigen ist bestimmt eben schon was aufgefallen hinten am Rechner. Und das ist diese kleine schwarze Abdeckung, die hier hinten drauf ist. Hier oben ist ja die Grafikkarte drin. Und hier unten ist eine kleine schwarze Abdeckung, ziemlich unscheinbar. Die ist hier zugeschraubt, eine Schraube und noch eine Schraube. Und da steht auch was drauf. Da sieht man diese Abdeckung und da ist in diese Abdeckung reingeschrieben, reingepresst, do not remove, also nicht entfernen und die ist extra nochmal festgeschraubt mit zwei Schrauben und hier unten sind ja die Onboard-Anschlüsse und da gucke ich mal, was hier dahinter ist. Schraube Nummer 1 ist draußen und das hier ist Schraube Nummer 2 und dann kann man das hier abnehmen. Und da kommt dann ein VGA-Anschluss dahinter zum Vorschein. Der Rechner, das ist ein HP-Rechner, also von Hewlett-Packard. Und die haben hier ein Mainboard verbaut mit einer Onboard-Grafikkarte und gleichzeitig aber noch eine PCI-Express-Grafikkarte hier reingesteckt, damit die Grafik eben hier ein bisschen mehr Dampf hat und damit hier keiner unten
den Monitor reinsteckt und sich wundert, hey, warum ist die Grafik so lahm? Und dann haben die hier einfach eine Abdeckung davor gemacht und das ist Original HP, haben die hier so davor geschraubt und fällt gar nicht eigentlich so auf. Das machen aber viele Hersteller, gerade so Markenhersteller, die haben eine Onboard-Grafikkarte oder ein Board, ein Mainboard mit Onboard-Grafik und verschrauben die dann, machen da irgendwas davor. Und wenn die Grafikkarte hier oben natürlich ein Problem hat, dann wird unten die aktiviert und scheinbar ist die Grafikkarte hier oben defekt. Gucke ich mir mal genauer an und da schraube ich einfach mal die PCI Express Grafikkarte raus. Und das hier ist Schraube Nummer 3 und mehr brauche ich wahrscheinlich hier gar nicht. Und dann kann ich die Grafikkarte jetzt hier ausbauen. Die Arretierung noch lösen, dann kann ich die Grafikkarte hier ganz rausnehmen und jetzt fehlt die und ich gehe mal davon aus, dass hier unten die Onboard-Grafikkarte jetzt aktiv ist und dass es hier unten ein Bild gibt. Ich habe den Monitor hier drüben jetzt mit VGA angeschlossen, hier unten mit dem blauen Stecker, also beide Kabel, die hier unten liegen, gehen an den Monitor, habe das entsprechend eingestellt und schalte das mal ein. Die andere Karte ist eben ausgebaut, also die fehlt jetzt komplett und ich habe den Eindruck, da gibt es auch tatsächlich jetzt hier ein Bild, dass das eben auch vorher das Problem war. Also diese Karte ist defekt und wurde gar nicht mehr erkannt. Und was hat das Board hier gemacht? Es hat dann einfach die interne Grafikkarte, die Onboard-Grafikkarte aktiviert und ja, das war für das Board erstmal auch kein Fehler. Windows 10 ist auch ganz normal hochgefahren, gibt es keine Fehlermeldung oder so. Und ich gucke mal, was der Gerätemanager sagt. Und da gibt es hier bei anderen Geräten den Videocontroller für Multimedia und unter Grafikkarten eben diesen Microsoft Basic Display Adapter. Der Rechner, der hängt auch nicht am Internet dran jetzt und der kann natürlich jetzt keine Updates runterladen. Ansonsten würde der das jetzt auch automatisch machen. Da probiere ich jetzt die ausgebaute Grafikkarte mal in einem anderen Rechner aus, kann hier die raus, also die funktioniert und der Rechner, der funktioniert auch und da baue ich mal die problematische Grafikkarte ein, die hier gar nichts mehr macht und guck mal, ob hier drüben vielleicht auch das Board kaputt ist bei dem anderen Rechner oder dann eben der PCI Express Steckplatz oder ob es wirklich einfach nur die Grafikkarte ist. Karte ist eingebaut in den Rechner. Und ich schalte den Rechner mal ein. Mal gucken, ob es hier ein Bild gibt. Also bis jetzt gibt es noch keine Fehlermeldung. Hier ist der Buzzer, hier ist der Lautsprecher. Der ist hier aufgesteckt. Und sieh mal einer an. Also hier funktioniert die Grafikkarte in diesem Rechner. Da ist jetzt keine SSD angeschlossen. Die habe ich hier abgezogen, weil da ein installiertes Windows drauf ist. Es geht hier nur darum, das zu testen, ob es hier ein Bild gibt. Und das scheint hier der Fall zu sein. Also in meinem Testrechner, da funktioniert die Grafikkarte sehr gut und sieht man hier, PCI Express Grafikkarte hat er auch hier gefunden, ist ja auch angeschlossen und produziert hier auch ein Bild. Das ist wirklich mal ein interessantes Fehlerbild. Diese Grafikkarte funktioniert in einem anderen Rechner, aber nicht in diesem. Dafür funktioniert in diesem Rechner die Onboard-Grafikkarte. Und ich teste es einfach mal mit einer anderen Grafikkarte. Hier habe ich noch eine. Die passt da ganz gut rein und die funktioniert auch in einem anderen Rechner getestet. Dann gucke ich mal, ob die hier tatsächlich ein Bild produziert oder ob vielleicht hier der PCI Express Steckplatz defekt ist oder ob irgendwo irgendwas im BIOS verstellt ist. Andere Grafikkarte fertig eingebaut. Hier den Rechner wieder einschalten. Der Monitor ist auf HDMI eingestellt. Also soll es normalerweise direkt ein Bild geben. Und ja, komisch, das funktioniert jetzt mit dieser Karte und ich gucke noch mal, ob es dann auch jetzt wieder mit der funktioniert. Wie gesagt, es könnte sein, dass sich irgendwas im BIOS verstellt hat. Windows 10 ist auch mit der Testkarte hochgefahren. Keinerlei Probleme und ich fahre das mal runter und dann schaue ich mal, ob das klappt. Originalkarte wieder drin, alles richtig angeschlossen. HDMI, genau der gleiche Stecker, genauso wie es vorher mit der Karte war. Aber hier gibt es kein Bild, ist nichts zu erkennen und man sieht hier oben die LED flackern und ich stecke einfach mal im laufenden Betrieb hier den VGA-Stecker hier unten rein und schalte mal den Monitor um und mal gucken, ob da ein Bild kommt.
Ja, da oben ist der Cursor schon mal und da bootet hier Windows 10. Also das kann ich rausziehen. Die Karte funktioniert hier nicht mehr. Ich gucke mir das Ganze mal im Gerätemanager nochmal an, was hier erkannt wird an Grafikkarten, wenn beide jetzt aktiv oder eingesteckt sind. Grafikkarten, Microsoft Basic Display Adapter, das ist nur hier unten die Onboard-Karte, die eben noch keinen Treiber hat. Und ich stecke das mal hier direkt ein und guck mal, ob ich hier umschalten kann, ob hier irgendwas passiert. Ich ziehe den mal raus und schalte mal meinen Monitor um auf HDMI. Dann habe ich hier DVI und jetzt müsste HDMI kommen. Mal gucken, ob da irgendein Signal anliegt, aber HDMI kein Signal. Ich starte mal neu, gehe mal ins BIOS, schau mal, ob ich da irgendwas einstellen kann, was die Grafikkarten betrifft oder ob die da vielleicht sogar angezeigt wird. Da bin ich hier im BIOS drin und guck mal unter Advanced, da steht eben hier Primary Video Adapter und da kann ich hier einstellen PCI, PCI Express 1.16 Onboard, was der erste sein soll. Und naja, mit der anderen Karte, also mit dieser hier, hat es ja auch so funktioniert, wie es eben eingestellt war. Ich wähle aber jetzt hier nochmal aus PCI Express 16, also der richtige Steckplatz, wo die Karte jetzt drin ist und dann speichere ich ab und fahre nochmal neu hoch. Ich habe den Rechner extra nochmal ausgemacht und nochmal angemacht, alles umgesteckt. Und ne, gibt's aber kein Bild hier drüben. Und hier höre ich, wie der hochfährt. Sieht man hier auch an der LED hier oben, aber eben nicht mit dieser Grafikkarte. Wirklich sehr mysteriös. Mit der anderen hier, mit der roten Ersatzkarte, geht es auch wieder direkt. Also die Karte funktioniert nicht in diesem Rechner, aber dafür sofort in einem anderen Rechner. Und das habe ich auch mehrmals getestet. Und könnte ja natürlich sein, dass das Netzteil vielleicht nicht genug Spannung liefert. Die Karte lief die ganze Zeit, also über ein, zwei Jahre, ohne Probleme in diesem Rechner. Und von jetzt auf gleich, ohne erkennbaren Grund, hat sie das nicht mehr getan. Und ich teste einfach nochmal das Netzteil durch. Nicht, dass die Karte hier nicht genug Strom bekommt und die eventuell einfach weniger Strom braucht. Mal schauen, was das hier für Spannungen sind. Und so sieht es aus. 5 Volt, 5,1, 12 Volt sind nur 11,8. Das ist ein Ticken zu wenig. Das Netzteil, das könnte auch schon ein bisschen älter sein. Und hier unten, das ist aber okay. Also die 12 Volt hier, die sind okay. Und hier 11,9 geht auch noch. Ich probiere es trotzdem mal mit dem anderen Netzteil und dieser Karte hier aus. Neues Netzteil ist angeschlossen und die Originalkarte wieder drin. Die Testkarte ausgebaut. Alles mit HDMI, mit dem Monitor verbunden, richtig eingestellt. Und nö, da gibt es auch kein Bild. Also auch die Karte funktioniert mit einem neuen Netzteil nicht. Und das hat eben diese 12 Volt. Und ich schalte es mal um. Ich stecke hier unten mal den VGA-Stecker wieder rein und schalte den Monitor um auf den VGA-Eingang. Und da ist es dann. Also hier ist die Grafikkarte scheinbar defekt. So in der Form, dass sie komischerweise aber nur in diesem Rechner nicht funktioniert, in einem anderen aber schon. Ich habe bei dem Rechner auch schon die BIOS-Batterie mal ganz rausgenommen und habe den so 10 Minuten hier stehen lassen, so dass das BIOS sich komplett zurücksetzt. Ist jetzt nicht im Video zu sehen gewesen, aber ja, wie man gesehen hat, hat das alles auch nichts gebracht. Und hier ist es wirklich ein sehr mysteriöses Phänomen, ein sehr seltenes Fehlerbild. Aber wie man sieht, kann man relativ einfach beheben und auch selber herausfinden. Braucht man noch nicht mal eine andere Karte, wenn man so eine Onboard-Grafikkarte hat. Und viele Hersteller, die haben hinten eben diese Abdeckungen drauf. Gibt es auch noch von anderen Herstellern außer HP, damit man da die entsprechenden Stecker nicht aus Versehen reinsteckt. Aber zum Reparieren ist es wirklich sehr praktisch. Und so kann man seinen Rechner hier wieder instand setzen, indem man einfach hinten diese Blende abschraubt und die Grafikkarte dann hinten benutzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr mal so ein Problem habt, da könnt ihr dann ungefähr genau nach diesem Video vorgehen. Da könnt ihr versuchen, den Fehler zu finden. Netzteil hat ja nichts gebracht, BIOS hat ja nichts gebracht, aber in vielen Fällen ist es das BIOS. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die
unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr noch weitere Links und Tipps und Tricks und auch Links eben zu Werkzeugen, wie man seinen Rechner reparieren kann, die man benutzen kann, um Fehler zu finden. Und besucht doch mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben, da gibt es noch hunderte andere Artikel. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte andere Artikel. Hier zum Beispiel Medion PC von 2002, was der heute noch kann, was der damals konnte. Wie man seinen Computerlüfter repariert, indem man den ölt, statt ihn auszutauschen. Und da seht ihr, wie man Notebooks repariert, die gar nichts mehr machen, wo auch der Bildschirm schwarz bleibt. Oder hier, Laptop schaltet sich von alleine aus. Was kann das sein? Was kann man da machen? Oder dann seht ihr ziemlich viele Videos auch zum Thema Windows 10, wie man das einstellt. Und da findet ihr Beiträge und Tipps und Tricks, wie man es schneller macht. Besucht einfach mal die Seite tooltime.de, blende ich hier oben mal ein. Und besucht auch mal den Discord-Server, den seht ihr hier links. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.